Ja, wir haben es im Wahlkampf versprochen und halten unser Wort. Tirol wird Schad- und Risikowölfe nicht länger dulden. Heute haben wir in der Regierungssitzung beschlossen, dass Risikowölfe oder Schadwölfe bei uns in Tirol in Zukunft schneller entnommen werden können. Dank einer Verordnung, also ohne Einsprüche und damit ohne Verzögerungen. Die neue Verordnung tritt schon am kommenden Wochenende in Kraft. Wir haben also rechtzeitig vor der heurigen Almsaison eine praktikable Lösung. Und ganz wichtig, Umwelt- und Tierschutzorganisationen wie der WWF können einen Abschuss jetzt de facto nicht mehr verhindern. Wölfe, die Weidetiere auf unseren Almen angreifen, werden unverzüglich zum Abschuss freigegeben. Aber nicht nur Schadwölfe, auch Risikotiere. Wenn ein Wolf mehr als einmal im Siedlungsgebiet oder in der Nähe von einem Bauernhof unterwegs ist, wird er zum Abschuss freigegeben. Warum führt am Abschuss kein Weg vorbei? Fakt ist, auf den Tiroler Almen ist Herdenschutz kaum möglich. Das bestätigen auch die Fachleute, deshalb sind die Tiroler Almen jetzt als Alpschutzgebiete ausgewiesen. Die Abschussgenehmigung für einen Schad- oder Risikowolf gilt für 8 Wochen und in einem Umkreis von 10 Kilometern, wo eben alle Jagdgebiete betroffen sind. Die Bestimmung des Individuums ist eben nicht mehr notwendig. Wir brauchen also keine DNA-Ergebnisse. Fakt ist auch, der Wolf ist nicht mehr von Aussterben bedroht. Deshalb werden wir weiterhin alles daran setzen, dass auch die EU diesen Schutzstatus des Wolfes senkt. Das oberste Ziel ist der Schutz der heimischen Almwirtschaft und dafür werde ich auch weiterhin mit aller Kraft kämpfen.